Heute werden wieder 4 YouTuber Minecraft-Items zeichnen, welche sie für eine anschließende Challenge bekommen werden. Jedoch haben sie dafür nur 3 Minuten Zeit und dementsprechend entstehen interessante Kunstwerke. Okay. Also wenn das nicht erredet, dann werde ich richtig toxisch sein. Da werde ich super sauer sein. Wahrscheinlich Smiley, oder? Okay. Na, jetzt habe ich schon verkackt. Das ist schon vorbei. Ja, ist gut, hey. Das ist grün, das ist grün. Das ist ein grüner Apfel, das ist okay. Okay. Die gezeichneten Minecraft-Items bekommen sie aber nur für die Challenge, wenn ein anderer YouTuber diese erkennt und genau benennen kann. Aber für welche Challenge-Items gezeichnet werden, erfahren die Zeichner erst während der 3 Minuten. Dadurch entsteht totales Chaos, aber das wollen wir heute sehen. Deswegen lasst unbedingt einen Like da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Items ihr euch für diese Challenge heute gezeichnet hättet. Viel Spaß mit diesem Video. Eure Aufgabe wird sein, in einer Stunde eine Sache ranzufarmen. Wer von euch am Ende nach dieser Stunde die höchste Anzahl davon hat, gewinnt. Und die Sache, die ihr braucht, die ihr eine Stunde lang farmen werdet, sind Achievements. Du hast 3 Minuten Zeit. Nein, was? Mhm. Ja, gar keine Ahnung. Die, ey, warum schon wieder sowas? Okay. Du kennst meine Default-Strategie, was du noch? Ja. So, mach hier die 4 magischen Striche. Okay, warte, pass auf. Das wird schwierig. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon viel zu langsam, Basti. Nein, komm, es hat gerade erst angefangen. Du kannst alles schaffen. Okay, ich kann wirklich alles schaffen. Achievements, okay. Oh mein Gott, das ist ja übertrieben schwer. Mhm. Ich kenne mich mit Achievements nämlich gar nicht aus. Aha. Oh, okay. Wir fangen wieder an. Was ist denn das für ein Cheater-Rad da? Das weiß ich nicht. Ich habe das selbst noch nicht gesehen. Ich brauche Achievements. Braucht man? Was ist das Wichtigste? Ist, Wizard Spawn? Also ich weiß es nicht. Oh, ich mache auf jeden Fall End. Wieso kann ich diese Farbe nicht machen? Okay, warte, ich mache die hier. Hä? Ist alles schwarz? Basti, du musst rechte Maustaste drücken, wenn du die zweite Farbe haben willst. Oh, Profi, warte mal, das ist zu dünn. Jetzt habe ich schon verkackt, das ist schon vorbei. Ja, ist gut, hey. Nicht den Kopf hängen lassen. Ja, die werde ich nicht bekommen. Da ist es ugly. Die erste Minute wäre rum. Ja, da habe ich mir sehr viel Zeit gelassen auf jeden Fall. Perfekt. Die erste Minute ist gleich vorbei, ohne dir dabei Druck zu machen. How? Du läufst irgendwie schneller oder sowas bei mir. Die Zeit. Okay, checkt man safe, 100%. Oh mein Gott, was brauche ich denn noch, Basti? Lohnt sich das doch? Das lohnt sich. Ich weiß nicht, wie Ende Augen gehen. Die erste Minute ist vorbei. Ja, das ist egal. Ich brauche nur die Dinge. Dann mache ich zack. Okay. Also wenn das nicht errät, dann werde ich richtig toxisch sein. Da werde ich super sauer sein. Holz kann man auch immer nehmen. Wahrscheinlich Smiley, oder? Okay, das ist ja wirklich völlig noch was. Eine Minute. Nein, okay. Es ist grün. Das ist ein grüner Apfel, das ist okay. Okay. Das passt. Okay, ja. Scheiße. Ja, die kannst du gerne haben. Noch 20 Sekunden hast du. Ich hab eine coole Idee. Achtung, soll ich dir einen Tipp geben, was ich mach? Ja, mach einfach. Achtung, schau mal. Oh. Nein, das werden die niemals erkennen. Ich will den Block, aber den checkt man nicht. Never checkt den irgendjemand. Oh mein Gott. Was Skalk-Block. Wir spielen 1.19, oder? Eigentlich nicht. Komm, Walle, jetzt gib nochmal Power. Denk nach. Ja. Ich brauch das Ding. Okay, Eisenblöcke will ich noch. Eisenblöcke ist safe gut. Da kann man fast alles mitmachen. Ach, das ist aber genau der gleiche Block. Das sieht ja genau gleich aus. Eisen. Kannst du das der Person vielleicht dazu sagen? Ja, klar, ich sag den einfach vorher, was das ist. Oh, Bro. Okay, ich muss denen das noch erklären. Auge. Hier reingucken. Boah, bitte, ich will einfach so ein Teil, dann kann ich schon mal das alles angucken machen. Ich bin so lost. Achievements, okay, Emerald Block. Diesmal gehe ich für die Blöcke. Oh, das habe ich letztes Mal bereut. 20 Sekunden. Der Blockcrafter. Okay, ich weiß noch, ich habe noch etwas Cooles. Okay. Das wird jetzt ein Call. 10 Sekunden. Windsor Spawn X. Nein, easy. Noch 20 T-Shirt? Sekunden. T-Shirt? Mhm. Für den Sommer? Passt. Für den Sommer. Ja, und natürlich er hier, ne? Völlig klar. Okay. Ihn wollen wir diesmal halt. Ja, mach. Essen! Ich brauche Essen! Wir nehmen noch die ganz normalen Goldäpfel. Du hast noch 15 Sekunden. Die normalen Goldäpfel nehme ich noch mit. Okay. 10 Sekunden. Okay. Ein Item schaffst du noch. 64. Was brauche ich noch? 3. Ich glaube, das war's. 2. Mir fällt nichts mehr ein. 1. Bro, das ist so schwierig. Ja, man ist so unter Druck. Noch 4. Oh. Schnell, Heiko, mach schnell. Und Stifte weg. Okay, der zählt nicht mehr. Okay. Ist nur ein Bein davon, ist nur. Oh mein Gott. Ende. Stifte weg. Was war das denn? Nein, ich habe nur einen Apfel. Wusstest du es? Hast du es gesehen? Du hast es gesehen, nein, oder? Nein. Oh Mann. Nein. Alright. Okay. Vini. Ja.
Also weißt du, ich hab diesen Fehler gemacht, den ich gerade direkt realisiert habe. Ja. Wir haben letztes Mal darüber geredet, warum habe ich mir keine Elytra gezeichnet? Egal. Sag mal ehrlich, man ist krass überfordert, wenn man die Aufgabe jetzt dann erst erfährt, ne? Ja, gar kein Plan. Heiko, was sind die beiden Blöcke? Ich weiß es nicht. Das weißt du nicht? Ich würde Dia-Block sagen, aber das Pinke weiß ich nicht. Neta-Block, Neta-Portal-Block. Also halt der Portal-Block, der im Portal... Bro, du denkst, dass das Leute erraten können? Du denkst, dass... Also, du weißt schon, es muss von anderen Leuten erraten werden. Das habe ich aber, das wusstest du. Ja, aber das können die doch erraten, das wissen die ja. Der ist ja ein bisschen dünner, der ist ja kein ganzer Block, der ist ja nur so... Also ich sag dir halt, so eine Sache, die ich jetzt hier krass fände, wäre halt Elytra oder so. Elytra und viele Raketen. Och, Mann, ja klar. Ach, Digga. Man ist überfordert, ne? Man muss halt schnell überlegen, aber bei Achievements fällt... Ich hab's überlegt, was die meisten Achievements oder sowas gibt in die Richtung. Und das sind eigentlich die Dimensions. Ender Portal Frames wären mir zu riskant gewesen. Mhm. Aber ich glaube halt, honestly, Elytra und Raketen wären halt das Smarteste gewesen. Elytra und Raketen ist, glaube ich, mit so das Krasseste. Walle, aber interessant. Ja. Aber es ist halt eine schwierige Aufgabe. Es hatten viele Leute damit struggled, weil die Aufgabe halt sehr besonders ist, ne? Oh, ja, das Problem ist, also bei den Leveln, es war klar, du hast so, du denkst an 3, 4, 5 Sachen, die halt vielleicht ein paar Level geben. Achievements, es gibt keine Ahnung, wie viele Achievements gibt's. Ich war komplett Blackout. Ich habe keine Ahnung, was jetzt ein gutes Achievement wäre zu bekommen. Okay. Auf schnell. Also, wenn das okay ist, würde ich, glaube ich, für beides für Eisenblöcke gehen. Aber das ist nicht erlaubt. Also, nee, darf ich nicht. Also, dann würde ich halt nur eins kriegen quasi. Kannst du machen. Du kannst sagen, du willst bei beiden auf Eisen. Ist so schlaue Taktik, kann man machen. Bro, Enderaugen sind grün. Ja, aber die Person bitte schon checken. Hallo, ich schaue mir jetzt eure Kunstwerke an. Nummer 1. Ich habe unbegrenzt Zeit, oder? Aber das ist safe ein Diamantschwert. Diamantschwert. Nächste. Diamantspitzhacke. Easy. Diamantschaufel. Das sieht 1:1 aus wie dieses Kopfhörersymbol hier unten. Das ist eine Diamantaxt. 1 Stack goldene Äpfel. Kann halt jetzt viel sein, ne? Aber da das dieselbe Farbe ist wie von den Diamant-Tools, schätze ich ein Stack Diamantenblöcke? Ist mein Guess. Ah, doch! Warte, ich will es jetzt nicht falsch sagen. 164 Enderperlen. Nein, ich nehme es zurück. 164 Enderperlen, wenn du sie zusammen gemacht hast mit diesem Blaze Powder. Also Enderaugen, heißen die Enderaugen? Enderaugen. 164 Enderaugen. Ah, Blaze Rods. Dann sind das jetzt 64 Blaze Rods. Oh, jetzt wird's schwierig. Das sieht aus wie irgendein Item aus dem End. Aber ich kann es nicht ganz zuordnen mit so Punkten. Das kommt, wenn man nach der 1.12 kein Minecraft mehr spielt. Obsidian. Ich glaube, es ist ein Stack Obsidian. Das war's. Ich glaube, das war ziemlich gut von mir. Aber vielleicht auch nicht. Naja, viel Glück und viel Erfolg und ich glaube, ich war echt okay. Hoffentlich. So, Test. Also, er hat mir hier 6 Bilder geschickt und ich muss erraten, was für Minecraft-Items das sind. Das ist natürlich jetzt wieder perfekt. Ich bin, wie ihr wisst, der größte Minecraft-Experte, der jemals existiert hat. Das erste Item. Ah, schick. Ja, ist schön gemalt. Ich glaube, das ist noch einfaches Level. Ich komme noch drauf klar, das sind wahrscheinlich 64 Diamantblöcke. Ah, das zweite. Ich denke mal 64 Enderperlen, ja, schätze ich mal. Sehr schön gezeichnet, ja, freut mich. Das sind höchstwahrscheinlich, schätze ich mal, 64 Holzblöcke. Was ist das denn? Ja, ein Fernglas? Gibt's ein Fernglas in Minecraft? Das ist richtig cringe, wenn es das nicht gibt, ne? Oder ist es jetzt gerade nicht Raffe? Also die Zeichnung, die flasht mich gerade richtig. Also ich würde sagen Fernglas, aber wenn es nicht gibt, ist es auf jeden Fall leicht unangenehm. Oh, das ist einfach, ja. Ist klar, dass ich als MLG-Experte kriege natürlich die 64 Waterbuckets. Ich hoffe, das stimmt. Ja, einfach, Bruder. Was gibst du mir für Bilder? 64 goldene Äpfel, ja? Ja, easy, Bruder. Also ich würde mal sagen, die Leute kriegen dick Punkte durch mich. Hoffe ich mal ganz stark und... Ja, Kuss an die Community und ciao. So, dann schauen wir mal, was uns da der Weihnachtsmann unter den Baum gelegt hat. Alter Schwede, ich bin wirklich gespannt. Okay, also wir haben jetzt hier verschiedene Bilder. Ich gehe die einfach mal nach und nach durch. Wir hätten da die Nummer 1. Also ich würde fast behaupten, wenn ich da so drauf gucke, es könnten 64 Diamantblöcke sein. Ich glaube, es sind 64 Diamantblöcke. Ich bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Warum sollte jemand 64 Wasser haben wollen? Also, keine Ahnung. Das sieht aus wie ein Goldapfel. Ein normaler Goldapfel. Es ist kein OP-Goldapfel. Aber es sieht aus wie ein Goldapfel, glaube ich. Ich nehme einen Goldapfel. Was?
Also, das sieht jetzt irgendwie aus wie eine Diamond Hoe, aber gleichzeitig auch wie eine Diamond Axt. Das ist eine Diamant Axt. Das ist eindeutig eine Diamant Schaufel. Das ist ganz, ganz klar zu erkennen. Eine Diamant Spitzhacke. Absoluter No-Brainer. Also, auch wunderschön gemalt, muss ich dazu sagen. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Also eine Diamantschaufel ist es auf jeden Fall nicht. Ist es irgendwie eine Soul Torch oder so? Ich weiß es gar nicht so wirklich. Ich würde sagen eine Soul Torch. Ich wüsste aber nicht warum, ehrlich gesagt. Das ist doch kein Schwert, oder? Naja, das ist eine Soul Torch. Das würde ich sagen, eindeutig 64 mal Stein. Einfach nur Stein. Ein Stack Steine. Warum auch nicht? Also, klar. Das ist ein Stack Holz. Ich würde gerade sagen, ein Stack Holz auf jeden Fall, oder? Ich meine, das ist eine gute Wahl. Okay, jetzt bin ich verwirrt, weil wir hatten gerade eben schon einen Stack Steine. Sind das dann vielleicht... Ist das dann ein Stack Eisenblöcke? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, es ist ein Stack Eisenblöcke, weil das, wenn das gerade eben Steine waren, dann ist das jetzt ein Stack Eisenblöcke. Das ist ein Stack Lapis. Das ist 100% ein Stack Lapis. Das ist ein Stack Lapis, auf jeden Fall. Bin ich mir zu 100% sicher. Ein Stack Kekse? Ich glaube, das ist ein Stack Kekse, oder? Ich weiß zwar nicht, warum irgendjemand mit klarem Verstand einen Stack Kekse haben will. Vor allem wofür. Aber ich glaube, das ist ein Stack Kekse. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, Freunde. Ich hoffe, ich habe alles richtig geraten. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass alles richtig ist. Weil ich ein geisteskrank gutes Auge habe. Aber mal schauen, was passiert. Ich habe hier 8 Bilder, habe noch nicht reingeguckt und werde die jetzt einfach nacheinander öffnen und kurz dann was dazu sagen und dann auch dementsprechend an Minecraft-Item zuordnen. Ich hoffe, dass das alles passt. Ich beginne mit Nummer 1. Es sieht ein bisschen nach Packed Ice aus. Also ich würde sagen Packed Ice und wenn das eine Zahl ist, würde ich das als 63 mal interpretieren. Es sei denn, die Zahl steht auf dem Kopf und es ist eine 30. Aber in dem Fall 63 mal Packed Ice. Zweites Bild, was ist das denn? Also ich würde jetzt erstmal guessen Portalblock, aber ich weiß nicht, ob das so das klassische Survival-Item ist. Ah, warte mal, es könnte auch eine Schalker sein, ne? Weil die Schalker ja auch so eine Spirale drauf hat. Also Magenta Schalker 64 mal. Und Nummer 3. Okay, es geht auf jeden Fall um eine Chestplate und ich nehme mal an, die ist jetzt schwarz, dass hier eine Netherite Chestplate gemeint ist. Also eine Netherite Chestplate. Okay, obviously wird das dann die zur Chestplate gehörende Netherite Hose sein, die hier gewünscht ist. Okay, Bild Nummer 5. 64 mal ein Apfel. Aber die Frage ist, was ist das für ein Apfel? Der normale Apfel ist rot. Der Apfel hier, das ist so grün und da sind so ein paar Sprenkler drauf und hellblau. Es soll wahrscheinlich ein Gap sein. Also ich nehme mal an, OP-Apfel wird es wahrscheinlich sein. Ah, was? Was ist das denn? Okay, 64 mal, es ist gut. Was könnte es sein? Also ich überlege gerade, es könnte ein Teppich sein, es könnte eine Elytra sein. Was ist denn schwarz mit weißen Punkten drauf in Minecraft? Ist das ein Drachenkopf? Also bei allem Respekt, da habe ich jetzt echt keine Ahnung, was das für ein Block sein soll. Mir fällt keiner andere ein als... Oder, warte. Das könnte, jetzt kommt's, ein Block, den man gar nicht im Survival bekommen kann. Das könnte ein Endportal sein. Ein Endportal als Block, sodass man quasi das Enderportal instant platzieren kann. Ha, und das 64 mal. Okay, Nummer 7. Und das ist eine Hose, nehme ich mal an. Und ich nehme auch an, wegen der schwarzen Farbe, eine Netherite-Hose. Okay, Netherite-Hose einmal. Und das letzte Bild, Nummer 8. 3, 2, 1. Und das sind Schuhe, Boots, und zwar Netherite-Schuhe, auch wieder mit der schwarzen Farbe, einmal Netherite-Schuhe. Okay, that's everything, das sind alle 8 Bilder, die ich bekomme. Cool, dann wünsche ich euch noch alles, alles Gute, haut rein, bis bald. 3, 2, 1, jetzt. Oh mein Gott, oh, damit hätte ich niemals gerechnet, dass diese Items erkannt wurden. Okay, OP-Gem ist halt insane. Half Netherite Armor, warum auch immer der Helm nicht erkannt wurde, aber der Rest schon, I don't get it. Das heißt, ich kann Ended Wahnsinn machen, das gibt mir so einen riesen Vorteil, vor allem, weil ich die einfach direkt am Ende dann machen kann. Ohne irgendwelche Probleme oder so, wenn ich schon Equip hab. Wir sind wieder da, es geht weiter mit der Challenge. Ich habe gemalt eben gerade. Jetzt bin ich gespannt, was ich bekommen habe. Ich weiß ja nicht genau, wer es erraten hat, aber ich drücke die Daumen. Ja, doch. Es ist geil. Wir müssen jetzt schnell versuchen, viele Advancements hinzubekommen. Ich kann euch mal ein kleines Sneak Peek geben. Ich weiß nicht, ob das die anderen machen. Das hier ist meine kleine Liste. Ich habe die ganz schnell hingeschrieben, was ich so zu tun habe. Pipapo, auf mehr bin ich nicht vorbereitet. Eine Stunde habe ich Zeit. Ein paar Overworld-Sachen, ein paar Nether-Sachen und im schlimmsten Fall sogar noch Stronghold-Shit. Aber ich glaube eher, dazu wird es nicht kommen. Für mich wird das heute echt schwierig. Wir haben hier Kontrahenten. Die sind crazy, Alter. Mal schauen, was wir kriegen. Und wir kriegen... Oh, das ist wirklich sehr nice. Okay, okay.
Warum mache ich mir jedes Mal eine verdammte Axt? Ich weiß es nicht, ne? Ja, ich habe ein paar Strategien. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, honestly, weil ich dachte, dass ich sehr schlecht gezeichnet habe und dass ich deswegen das anders kompensieren muss. Deswegen habe ich mir eine kleine Liste geschrieben und habe auch ein bisschen studiert, was man so machen kann. Ich habe auch direkt Enderaugen, das heißt, ich kann sofort dieses Advancement hier machen, dass ich den Enderauge follow. Beziehungsweise ich muss dann den Stronghold finden. Und ich glaube, in die Richtung werden wir einfach auch direkt laufen. Das ist dann der erste Plan eben. Und werden schauen, dass wir am Weg so viel wie möglich mitnehmen. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit meinen iTips. Ich weiß nicht, wer die geraten hat, aber sehr, sehr nice. Ich habe richtig gute Items bekommen. So, das kann ich mal wegschmeißen. So, dann mache ich mir auch mal Eisen. So, Diamanten habe ich. So, dann... So Leute, und wir werden das Ganze natürlich wieder spectaten, wie sich die Jungs heute hier anstellen werden. Sie haben eine Stunde Zeit, um so viele Achievements wie möglich ranzubekommen. Und es gab bei den Zeichnern ein Ereignis, was ich wirklich sowas von besonders fand. Und das ist halt einfach bei Heiko Carscrafter. Er hat es einfach geschafft, diese Portale zu bekommen, was ich ehrlich gesagt... Also Leute, wenn ihr gesehen habt, wie diese Textur aussah, also dass das Joe hinbekommen hat zu erkennen, wirklich große, große Props. Deswegen bin ich sehr gespannt, denn wir werden heute in dieser Session auf jeden Fall einen Spieler sehen, mindestens einen Spieler, der es auch ins End schaffen wird, denn dort gibt es auch eine Menge Achievements zu holen. Machen wir uns erstmal Basic Equip. Wenigstens Eisen und so. Glaube ich ganz gut. Stone Age Number 2. Getting Upgrade Number 3. Machen wir uns auch Action Ho, damit wir direkt CD Plays noch machen können, wenn wir das können irgendwann. Ich mache mir auf jeden Fall mal eine Dia-Rüstung auch. Kriegen wir auch nochmal ein Advancement für die Workbench. So. Perfekt, die Rüstung ist da. Guck mal, ich denke mir doch noch, dass das schon klappen kann, oder? Oh, guck mal, da haben wir einen früh gemacht, den die anderen, sag ich, nicht gemacht haben. Okay, ich sage, ich werde trotzdem sehr viel vergessen. Schaut gerne bei den anderen vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie man richtig Minecraft durchspielt. Wenn wir mal bei Walle gucken, der hat auf jeden Fall auch soliden Stuff. Diamantblöcke, Eisenblöcke, das sieht erstmal soweit gut aus. Ein einzelner Goldapfel. Ja, by the way, ich würde mich super freuen, wenn ihr einen Like da lassen könntet, falls ihr das noch nicht getan haben solltet, denn dieses Video, ich liebe diese Videoreihe und ich möchte unbedingt noch mehr Videos hierzu produzieren, dementsprechend lasst es mich gerne auch in den Kommentaren wissen, falls ihr noch mehr sehen wollt und ich glaube, die Zeichenkünste dieser Jungs werden immer wieder aufs Neue geprüft. Ich habe leider keinen Zucker oder so, aber wir versuchen direkt Horse zu tamen. Ich habe einen Gap. Eat it, my bestie. Oh mein Gott, ich kann ihm einfach einen Gap füttern und ihn danach töten. Oh, es tut mir so leid, aber egal. Ich habe einfach gerade 3, 4 Gaps an einem Pferd verschwendet. Ich kann nicht mehr. Deswegen habe ich das alles ein bisschen... Oh nein, nein. Oh Gott, der gesteckte Wassereimer ist richtiger Scheiß. Wo er schadet mir viel mehr. Oh nee. Oh Gott. So, Veni sehen wir auch direkt schon mit sehr, sehr solidem Stuff unterwegs. Und Veni war auch einer der wenigen, der direkt von Beginn an mit Obsidian und Blaze Rods Items zusammen hatte, die ihm direkt ein Achievement geben. Das Interessante an der Sache ist, er hat es auch geschafft, 164. Ich habe jetzt mal Veni 64 Enderaugen gegeben. Ich denke mal, jeder weiß, dass das ausreichend ist. Dementsprechend traue ich Veni auf jeden Fall heute auch zu, dass er es schaffen wird, ins End zu gehen. Und Veni traue ich sowieso eine Menge zu. Veni wird sehr, sehr, sehr gut vorbereitet sein. Der wird nämlich ganz genau wissen, was es für Achievements gibt, der wird das bestimmt gut hinbekommen. Perfekt. Hätten wir Not Today Thank You auch erledigt. So, wir hoffen mal, dass wir irgendwo Powder Snow haben. Da ist welcher. Dann machen wir das hier und danach können die Boots auch schon wieder weg. Geilo. Stegi weiß auch schon Oh, nicht schlecht. Stegi hat sich vorbereitet. Ich bin sehr stolz. Bei Stegi habe ich mir mal einen kleinen Spaß erlaubt, denn er hatte 64 Wassereimer dorthin geschrieben. Normalerweise ist es ja verboten, non-stackable Items sich mehrmals zu geben. Aber da es Stegi ist, habe ich gedacht, ja, Stegi, dann viel Spaß mit deinen 64 Wassereimern. Nächstes absolut insane Ding. Wir haben hier direkt einen Outpost. Das heißt, wir können nochmal zwei andere Advancements machen. Ich hoffe, wir haben hier irgendwas für Ding drin. Oh mein Gott. Okay, zum Glück habe ich OP-Gaps. Scheiße. Das Portal ist sogar completable, I guess. Das heißt, wir kommen darauf auf jeden Fall irgendwann wieder zurück. Aber erstmal holen wir uns Pillager. Wir holen uns direkt Crossbow, wenn wir einen bekommen. Wir holen uns direkt Voluntary Exile. Und wir können sogar ein Raid spielen, weil wir halt OP-Gaps und OP-Rüstung haben. Also alles scheißegal. Einfach so. Dem dann. Rein. Oh. Chillig. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne in die Kommentare, wem ihr heute die größten Chancen zutraut, das Ganze hier zu gewinnen. Wie gesagt, es wird heute, glaube ich, super interessant zu beobachten, welche verschiedenen Taktiken die Amigos hier ansetzen werden. Also, Veni sieht gerade so aus, als wenn er gleich mal in den Nether gehen möchte. So sieht das auch aus. Ich sehe, sind wir ganz gut dabei. Wir brauchen jetzt einmal einen Lava-Eimer. Und wir müssen auch mittracken, welche, sehr gut, welche Advancements wir dann genau getten. Komm her, Gast. Unlucky. Das ist wirklich sehr unlucky. Dankeschön. Hat auch lange genug gedauert. So, weiter geht's.
Gut, wir haben eine Bastion, das ist schon mal sehr gut. Da hinten haben wir auch einen Warped Forest. Also Hot Tourist Destinations steht auch auf meiner Liste. Das sollten wir auch ohne Probleme schaffen, I guess. Stegi, oh. Stegi ist richtig gut. Lederboots gemacht. Der hat sich vorbereitet. Ich bin richtig froh. Ich bin richtig stolz, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, er sucht gerade Powder Snow. Dafür ist er auf jeden Fall im richtigen Biom. In einem Snowy Slopes wäre das auf jeden Fall möglich. Ansonsten Stegi aber auch sehr interessantes Item, was er sich dort gemacht hat. Und zwar ein Spyglass. Mit dem Spyglass ist er eben in der Lage, 3 Achievements zu machen, wenn er die richtigen Surroundings findet. Sehr gut. Lederboots können jetzt erstmal wieder weg und er geht weiter. Komm her, Zombie. Ja, zack. Monster Hunter ist gut. Wir gehen runter zu den Fischies. Spinne, wichtig. Ich brauche nämlich eine Angel. Braucht man bitte Pferden? Ah, einer zu wenig. Komm, schieb auf mich, mein Freund. Ich weiß gerade nicht, ob ich gerade Nacht brauche. Ich glaube, dass ich nicht. Ja, ihn nehmen wir mit. Ein taktischer Fisch haben wir. Ja, und ab jetzt wird's ein bisschen knifflig. Da sehe ich doch einen Captain. Oh, my man, 2 sogar direkt. Was ist das denn? Okay, das ist sehr geil natürlich. Das Ding ist, wir haben nur einen Schuss. Und das sind 3 Advancements gleichzeitig. 4 sogar. 4 auf einen Streich, sage ich dazu. Okay, und wir haben natürlich Bad Omen. Das heißt, wir können jetzt den Raid im Dorf gleich zocken. Also sehr interesting mit dem Equip, das wir haben. Aber ich glaube, mit Rüstung und OP-Gib ist das ganz okay. So, aber jetzt Bastions, da gibt es jetzt einiges an Erfolgen gut zu machen. Also, ich sag's wie es ist, ohne die Tierrüstung hätten wir echt schon ein Problem gehabt, ne? So, Welle 1 ist dann, sehr gut. So. Ein Looting-Schwert ist nice, das nehmen wir mit. Ein Crossbow nehmen wir auch mit. Strings können wir auch noch mitnehmen, genau wie Arrows wieder. Mehr brauchen wir hier nicht. So, und jetzt geht's drum, jetzt müssen wir noch Crying Obby bekommen. Dann suche ich jetzt Welt ab ein. Oh, nice. Und ein Portal habe ich da erspäht. Sehr, sehr gut. Es läuft super. Es läuft wirklich gut. Mich würde by the way auch sehr interessieren, Leute. Was hättet ihr für Items gezeichnet? Hättet ihr, wenn ich euch die Aufgabe gesagt hätte, sofort in 3 Minuten an alle Sachen, an alle wichtigen Sachen denken können? Ich wäre ehrlich gesagt auch erstmal ein bisschen überfordert gewesen. Und der Evoker, der wurde auseinandergenommen. So, Crying Obby haben wir. Ich muss noch mit dem Strider traveln, Hot Tourist Destination, eine Potion brauen. Dann will ich einen Respawn-Anker machen, dafür brauche ich etwas mehr Crying Obby. Und sonst haben wir hier alles eigentlich im Nether. Bro, ah, oh mein Gott, die Hexe hier oben versteckt sich einfach. Ich hoffe, jetzt sind wir aber wirklich finally done. We did it! Geil! Okay, Hero of the Village. Jetzt bin ich zufrieden. Ich wollte einen Epic Advancement auf jeden Fall haben. Ich glaube, mit dem kann ich mich zufrieden geben. Walle mit einem Achievement, was ich sehr cool finde. Pirate Help, einen Eisengolem, den man einfach nur spawnen soll. Und unter anderem hat Walle auch den Pillager Outpost gefunden, weswegen ein paar nette Achievements hier auch wieder möglich sind. Ich denke, Walle wird sich auch um den Raid noch kümmern. Okay, guck. Und jetzt. Zack. Zack. Bam! Bin so ein geiler Typ. Das war so ein geiler Move wieder. Ja, ja. Oh mein Gott, da ist ein Dorf. Hä, wie viel Glück ich hab. Oh, Raid, stimmt. Da hab ich. Oh mein Gott, das war ein bisschen unüberlegt. Jetzt würde ich eigentlich noch essen, bevor ich einen Raid starte. Und den Bogen vielleicht, aber gut. Crimson Forest sollte auch gezählt haben. Und damit haben wir nur noch einen. Und dafür müssen wir einfach nur zurück, wo wir hergekommen sind. Der Plan ist folgender. Wir können unsere Endgateways wie so eine Art Waypoint benutzen. Deshalb gehen wir jetzt einfach ins End, töten den Ender Dragon, nehmen die Advancements mit, die wir da bekommen, kommen dann wieder bei unserem Dorf raus und können uns dann um den Rest davon kümmern. Wir haben unsere Rüstung, wir haben ein bisschen Zeug, wir haben ein Boot. Let's see. Das ist so komisch. So, Tourist Destinations haben wir. Kann ich hier auch einen Warped Fungus mitnehmen, weil ich habe auch Strings, ich könnte eine Angel machen. Ich bräuchte nur einen Sattel irgendwie. Oder halt einen Guy mit Sattel. Nehmen wir mit. Wenn du logischerweise direkt mit Diamantblöcken oder Netherite-Equipment startest, dann vergisst man halt solche Basic-Achievements, die man direkt am Anfang bekommt. Acquire Hardware, wenn du einfach nur Eisen bekommst, oder Isn't it Iron Pick? Weswegen solltest du dir eine Eisenspitzhacke machen, wenn du direkt mit Dia oder Netherite startest? Darf man eben nicht vergessen. Oh, Heiko hat sich mal das End gegönnt. Warum auch nicht? Großer, großer Vorteil. So schnell wird es ihm keiner nachmachen, ins End zu kommen. Da hat er sich halt wirklich was richtig Geniales einfallen lassen. Und hier gibt es eine Menge Sachen zu machen. Erstmal, überhaupt ins End zu kommen. Dann den Drachen töten, Drachenei mitnehmen, den Drachen eigentlich auch mit einem Spyglass angucken. Glaube nicht, dass er das jetzt mitgenommen hat, aber könnte er nochmal machen, denn ein weiteres Achievement wäre auch unter anderem, den Drachen wieder zu respawnen. Oh mein Gott, ich glaube, ich komme nicht mehr ran. Oh.
Das war ganz großer Quatsch. Okay. Das ist halt ein bisschen unlucky, wenn da irgendwie ein Enderman oder so noch im Weg ist. Das könnte jetzt ein bisschen complicated werden. Oh, jetzt komme ich halt auch nicht mehr raus. Das ist so bad. Wait, actually, komme ich hier wieder raus, oder? Oh my god. Oh, das wusste ich nicht mal, dass er das kann. Take aim. Hatte ich ja noch. Oh mein Gott. Ja, dann haben wir das. Eine Bastion, not bad. Bastion ist sehr geiler Spawn. Das ist Balloon habe ich jetzt. Und wir können auch mit ihm das machen. Not today. Schieß! Schieß! Alter, what the fuck? Okay, Miss Dragon, ich komme wieder zurück. Diesmal wieder ein paar mehr Betten und diesmal sogar ein paar Glasflaschen dabei. Oh my god. Oh, wir können uns einen Mint holen. Take Mint, my man! You need a Mint, auch richtig, richtig strong. Er muss aber einfach noch den Drachen getötet bekommen. Den Alternativplan, den man machen kann. Und zwar mit Enderperlen. Block safe sehr, sehr stark. Er platziert den Block, weil der Explosionsschaden über eben den Boden berechnet wird. Wenn dort ein Block zwischen ist, dann bekommt er weniger Schaden. Er hat so oder so sehr gute Rüstung. Das sollte auf jeden Fall passen. Das macht er sehr gut. Heiko wird auf jeden Fall den Enderdrachen getötet bekommen. Honeycomb und Wechsel auf. Perfekt. So, und jetzt müssten wir eigentlich ein Dorf finden. Das wäre jetzt das nächste, was smart wäre. Okay, schauen wir mal kurz nach. Was haben wir hier in der Nähe? Weil vielleicht lohnt sich sonst wieder über Nether zu traveln. Ich glaube, es lohnt sich wieder über Nether zu traveln. Weil ich sehe hier gerade nichts, was irgendwie useful ist. So, mein Freund. Wir beide? Einmal gegen ihn? Haben wir es auch geschafft. Das wäre cool, wenn du mir da hilfst. Also Golem, wirklich der beste Kollege. Nein, ist gestorben. Du hast es geschafft, oder? View of the Village. Nice. Okay, jetzt schnell traden. Auf 79 ist der, okay. Das heißt, wir müssen jetzt auf über 50 Blöcke höher. Das heißt, wir gehen auf... Alexa, was ist 79 plus 50? 79 plus 50 ist 129. 129. Perfekt. Ja, rechnen kann er nicht, dafür kann er Advancements machen. Hat irgendwas Starkes drin? Nee, ne? Oh, Looting 2 ist immer insane! Crossbow ist insane! Wir können hiermit schon mal einmal schießen dann. User joined your channel. Na, wie Aha! Läuft's? Ey, es läuft wunderbar. Was ist dein Plan für die letzten 15 Minuten? Ein paar Nether-Sachen noch abfarmen. Ich habe extra Obsidian abgebaut, dass das letzte auch ist, was ich hier noch machen kann, ist, ich travel recht weit im Nether und baue auf der anderen Seite dann ein Portal auf, weißt du? Mhm. Ich möchte gerne noch ein Ingot haben. Und im besten Fall habe ich sogar extra eine Hoe mitgenommen. Die kann ich auch noch machen. Oh. Okay. I guess, damit haben wir 3D End bekommen. Let's go! Ich hoffe wirklich sehr, dass wir die Einzigen sind, die das haben. I doubt, dass jemand anderes das Advanced hier noch bekommt. Das Ender Dragon nehmen wir natürlich auch mit, das Egg davon. Dann gehen wir den Gateway und dann gucken wir weiter. The next generation. So, wo ist jetzt hier diese Powdered Snow? Da. Perfekt. Erledigt. Aber ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas sehe, was ich haben will oder brauche oder so. Sieht alles pretty fucking useless aus, in my opinion. Oh ja, guck mal! Prot 1 nehmen wir mit, ist besser. Ey, danke an den Errater, der mir hier die Goldäpfel erraten hat, ne? Du hast mir fucking den Arsch gerettet, Digga. Ey, vielen Dank! Wirklich, es geht ein Dank, ganz, ganz großes Danke gerade an dich raus. Spider-Eye wäre sick. Ja, perfekt. Okay, dann können wir schon mal braun immerhin. Haben wir eine Potion? Bam! Bam, bam! Wow, Netherite Ho! Damit hätte ich nicht gerechnet. Na, wie läuft's? Mein Gott, mein Herr. Oh, das hat mich zu Tode erschrocken. Oh mein Gott. Es läuft sehr gut. Ich habe wirklich, glaube ich, einen guten Run. Also, bist du zufrieden? Was ist dein Plan für die letzten 10 Minuten? Jetzt auch noch mal kurz die Nether Achievements abfarmen und dann noch mal Overworld und gucken, ob ich einen Glow Squid finde. Aber erstmal jetzt, wie gesagt, den Nether Stuff fertig machen. Heiko mittlerweile wieder in der Overworld. Hat natürlich auch interessante Achievements gemacht und er wird in 10 Minuten auf jeden Fall noch mal gucken, was dann noch möglich ist. Wir können ja mal Heiko kurz interviewen. Na, Heiko, was steht an für die letzten 10 Minuten? Der Nether steht an. Wird eng oder wie sieht's aus? Boah, ich glaube
es geht. Ich glaube, es geht. Also wird schon eng, aber ich hatte ja dafür das End, ne? Also. Hast du explizite Achievements, die du noch auf jeden Fall schaffen möchtest? Ey, das kommt ganz drauf an, was ich hier gleich im Nether sehe, ne? Bestien wäre natürlich sehr geil, was da mehr Sachen gibt. Ich will jetzt auf jeden Fall noch gerade Bienen machen. Das sind nochmal drei Sachen und dann einfach nur in den Nether gucken. Ich drück dir die Daumen, Heiko, das schaffst du. Danke. So, hier ist unser Campfire, Freunde. Mit dem machen wir jetzt dieses wunderschöne Ding hier. Dann haben wir nämlich das hier, mit dem machen wir das hier, mit dem machen wir das hier, mit dem machen wir das hier. Und das sind nochmal, das sind zwei, ich dachte drei irgendwie. Egal, wir gehen in den Nether. Oh Mann, ich habe ein bisschen Angst, dass ich immer noch nicht weit genug bin, wisst ihr? Ich meine 800, ich weiß ja nicht, ob es in eine Richtung so weit sein muss. Es sind sieben, nee, wir müssen es probieren. Ich will dann zumindest Overworld noch irgendwas machen. Vielleicht sieht es dort geil aus, wo wir rauskommen. Bitte reicht das. Ey, bitte, bitte reicht das. Bitte reicht das. Hat nicht gereicht, Leute. Aber wisst ihr, in was für einem Biom wir gerade sind? Hä? Ja! Woo! Bam! Ich bin sehr gespannt. Also, man muss dazu sagen, die Jungs haben auf jeden Fall auch dazugelernt. Seit der ersten Session wissen sie eben logischerweise auch, ne, Diamantblöcke. Generell Blöcke zu zeichnen. Es sind auf jeden Fall alle mit wesentlich, wesentlich besserem Stuff unterwegs. Sie haben daraus gelernt. Aber für die dritte Session muss ich mir auf jeden Fall auch noch mal was überlegen, dass es nicht nur in diese Richtung geht, sondern vielleicht machen wir da eventuell ein wenig, vielleicht was anderes. Ich glaube, ich habe echt viel gemacht dafür, dass ich kein Dorf hatte. Weil Dorf sind sicher noch mal einige Sachen. Und auch keine Animals zum Tamen. Das Bienending habe ich gemacht. Ich habe den kompletten Nether eigentlich gemacht. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Performance. Da wäre eine Geode. Da mache ich einen Spyglass, muss ich einen Gast anschauen, kann ich mir Nether gehen. Ender Dragon schaue ich auch nicht an und Parrot wäre ein bisschen traveln, aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Aber Glowsquid kann man machen. Das geht sich noch aus. Müssen wir ein Schild craften. Easy. Perfekt. Und dann haben wir noch 3 Minuten. For Tourist Destination. Kriege ich das noch bitte? Danke. Plündere eine Truhe in einer Bastion. Oh mein Gott, das muss ich auch noch machen. Okay, das mache ich dann auch noch. Und sterben muss ich noch. Okay. Ja, gut, ich gehe dafür. Scheiß drauf. Du hast das hier. Okay, einfach hätte man es auch nicht haben können. Okay. Ich habe so gut wie keine Blöcke dabei. Okay, that's Warpicks. Brauchen wir nicht. Eisenblock, I don't know. Netherite Ingot bringt uns nur leider gar nichts. Crying Obby, sehr geil. Diamond Armor, auch sehr geil. Brauchen wir unbedingt. Cover me in Diamonds. Diamonds an sich auch noch. Nehmen wir mit das Advancement. Oh, wir haben nur so wenig Zeit. I don't know what to do. Gehen wir nach Hause, wir können nach Hause nichts machen. Gar keine Zeit mehr. Ich würde so gerne noch mit Piglins traden und vielleicht noch Crying Obby bekommen für einen Respawn Anchor. Aber ich glaube, that's it. Hallo? Reite einen Streiter mit einem Würzpilzrute. Ah, ich muss rechts drücken. Pech. Da war leider nichts mehr zu holen. Aber geil, dass ich mit meinem Fernglas, Papagei und Gas anschauen durfte. Das freut mich. Ey, Leute, das war's. GG! Ihr seid alle super nah aneinander und ich sage euch so, ihr habt alle was in den 30ern. Und ich möchte als allererstes einen kräftigen Applaus für unseren Viertplatzierten. Und zwar ist es der Gewinner vom letzten Mal, Stegi auf Rang 4 mit 32. Dann haben wir auf Platz 3 mit 33 Achievements Hawaii Walle. Walle! Und jetzt muss ich sagen, wird es halt super tough. Es gibt einen Unterschied von einem Achievement bei Platz 2 und Platz 1. What? Also es ist ein super closes Battle, aber ihr habt euch auf jeden Fall alle super gut angestellt. Wir haben auf Platz 2 mit 36 Venicraft und auf Platz 1 Heiko mit 37 Achievements. Ey, ich habe in den letzten 2 Minuten noch 2 Advancements gemacht, ne? Ja, Heiko war auch insane. Heiko hat in der letzten Minute auch nochmal so einen Schlusssprint gemacht. Das war also wirklich absolut strong. Und soll ich euch jetzt erstmal sagen, wer eure Items erraten hat? Wer auch immer es war viel besser als letztes Mal. Also, die Items von Stegi wurden von einem alten Minecraft-Veteran erkannt. Und man muss auch wirklich sagen, er hat sich gut angestellt. Und zwar von Schmocki wurden Stegis Items erkannt. Bei Walle hat sich Felix Rotpilz sehr stark bereichert. Dann Venicraft hatte Hilfe von Reefed. Und Heiko Carscrafter. Und bei Heiko wird es jetzt, glaube ich, auch so einiges Sinn machen. Heikos Items wurden von The Joecraft erraten. Was?
Und Legende! Joe hat auf jeden Fall, und ich würde auch sagen, Heiko hat deswegen gewonnen, weil Joe insane abgeliefert hat. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da, schaut bei den Jungs auf jeden Fall vorbei. Und wenn wir das Ganze nochmal machen sollen, lasst es uns auf jeden Fall gerne wissen. Danke fürs Zusehen und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein! Ciao! Ja. Ciao.